Das wochenlange Rätselraten um den Trainerposten beim Fußballregionalligisten 1. FC Magdeburg hat jetzt ein Ende. Ganz überraschend wurde vor 2 Stunden nämlich eine Pressekonferenz einberufen. Und jetzt steht es endlich fest, wer ab der kommenden Saison auf der Bank des FCM Platz nehmen wird. Neuer Cheftrainer des 1. FC Magdeburg ab der Saison 2014-15 wird Jens Hertel. Endlich also ist das Geheimnis beim FCM gelüftet. Der 44-jährige Jens Hertel, zurzeit noch U19-Trainer bei RB Leipzig, kommt trotz laufenden Vertrages ablösefrei an die Elbe. Bleibt die Frage, warum er? Ja, weil Jens Hertel letztendlich auch derjenige war, der den Kriterien, die wir aufgestellt haben, die wir im Vorstand, sowohl aber auch im Sportbeirat gemeinsam aufgestellt haben, alle erfüllt hat. Und bei Jens Hertel darüber hinaus neben seinen fachlichen Kompetenzen natürlich auch menschliche Faktoren bedient hat, wo wir einfach sagen, damit bestehen gewisse Chancen für den 1. FC Magdeburg, sich weiterzuentwickeln. Das heißt Aufstieg mit dem Traditionsklub in die 3. Liga in naher Zukunft. Dafür hat der gebürtige Sachse nun erst einmal 2 Jahre Zeit. So lange gilt vorerst sein Vertrag. Eine schöne Überraschung.